Warte, nein, das müssen wir rausschneiden. Ich krieg's gerade nicht hin. Let's start zum neuen Blitztag. Hi Antje, zum Hallo. Thema Stimme und Wirkung. Vom Fliegen zur Sprechwissenschaft. Wie kam's? Plötzlich. Was sind drei Dinge, die 90% der Menschen über das Sprechen nicht wissen? Dass es jeder kann, dass es nicht perfekt sein muss und dass es immer etwas mit unserem Körper und unserer Haltung und Einstellung zu tun hat. In zwei Sätzen, was haben Stimme und Sprechen mit Wirkung zu tun? Die Art und Weise, wie ich meine Stimme einsetze, was ich auch darüber glaube, wie ich klinge, was ich gelernt habe, das macht meine Wirkung aus. Kann ich meine Stimme überhaupt trainieren? Ist die nicht angeboren? Ich kann Stimme trainieren und ja, sie ist auch angeboren. Aber ich glaube, dass alle Menschen mit einer sehr kraftvollen und natürlichen Stimme auf die Welt gekommen sind. Und das verlieren wir ab und zu mal im Laufe unseres Lebens. Und da dürfen wir wieder hin. Mit mir. Stimmtraining brauchen höchstens Sänger und Schauspieler. Was sagst du dazu? Bullshit. Welche lustige Geräuschkulisse für eine Science-Fiction-Szene kannst du mit deiner Stimme erstellen? Vielleicht das noch. Super, danke dir. Wie viele große Marshmallows passen in deinen Mund, bevor du unverständlich klingst? Also bei großen Schokoküssen würde ich sagen, hier so die hier, ist es einer. Marshmallows sind keine. Fünf. Was ist deine Lieblingsübung bei Sprechwirkungstrainings? Alles, was mit Essen zu tun hat. Schokolade futtern. Aha. Wer da mehr wissen will, meldet sich gerne bei mir. Ansonsten, der Luftballon ist immer noch, weil die macht immer was. Passiert immer was, auch bei den Leuten. Ja, Luftballon und Essen. Und warum sollten mehr Menschen solche Übungen machen? Damit sie wieder merken, was ihr Körper eigentlich ganz natürlich produzieren kann. An kraftvoller, präsenter Stimme und damit auch an Kraft und Präsenz in der Wirkung. Und zum Abschluss eine Challenge für die Sprechexpertin. Welchen Zungenbrecher kannst du fehlerfrei 5-mal hintereinander sagen? Okay. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritze. 5-mal soll ich das machen? Ich dachte, das ist ein Blitztalk. 2-mal. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritze. Los. Check, wir haben's. Danke dir.